Moin Moin! Weiter geht's mit Kingdom Hearts Burst by Sleep. Ja, und wie man an der Zeit sieht, ich habe ein bisschen trainiert. Aber nur ein bisschen. Da. Welches Level warst du vorher nochmal? Ich glaube, es war 16, ne? Ja, könnte hinkommen. 18 hattest du gesagt. 18 habe ich gesagt, okay. Weiß ich nicht genau, ist ja auch egal. Sieht man ein paar davor. Ein paar Fähigkeiten habe ich hier. Mach mal da dein... Ich. Da, komm her. Danke. So, jetzt noch nicht genügend, aber passt. Ja, aber immerhin. So, jetzt auf nach Arena des Olymp. Ja, diese Welt besuchen. Hat sich ein bisschen verändert gegenüber den anderen, also den PS2-Spielen. Die erste Welt, die wir dann auch in Kingdom Hearts 3 besuchen werden. Sag mir das doch nicht! Ist doch logisch, dass es. Das wusste ich nicht. Hey, what you doing there? Wie er reagiert. I told you, a book solid. And O spells forget it. What? And who in hell can answer to you? Can't you see I'm busy? Hey Bill! I'm all signed up! Yeah, der junge Herkules! In den anderen Teilen ist es ja immer der ältere. Genau. Werden wir dann auch noch sehen, wenn wir bei den alten Teilen irgendwann mit einem Let's Play anfangen sollten. Wer ist nur da? Ich würde sagen, so würde man ihn nicht unbedingt erkennen. Ja, deswegen habe ich ja auch so gefragt. Wobei das Outfit natürlich so ein bisschen verrät. Ja, natürlich. Wie, ich weiß nicht, was nachher 2 kommt? Hast du nicht gehört? Das sind Unvisierte, keine Monster. Ja, und ich glaube, sein Kampf hier ist sogar am leichtesten, also mit Ventus, weil er ja auch 2 Hilfen hat, ne? Oder? Allgemein ist seine Sache hier auch ziemlich leicht. Weil die anderen haben, glaube ich, einer, also Terra und Aqua, einer hat nur Herkules und der andere den Unbekannten. Der stellt sich ja gleich noch vor, deswegen sage ich nicht. Und Level 28. Das war mal schön mega Flair. Geld! Pizka. Ich glaube, bei Ventus setzt sich auch am meisten immer Feuerbrunst an. Irgendwie das passiert automatisch durch mega Flair nach einer Zeit, wenn man es hat. Ja, ja, aber bei ihm habe ich das trotzdem immer am meisten irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe meistens immer hier Blitz halt. Nee, ich nicht. Meistens Feuer. Und wo war Phil? Der hat gar nicht mitgekämpft. Der sich hat den Busch versteckt. Ja, ja, am Bauchkram. Okay, change of plans. The games are coming up. So I'm gonna watch both of your matches, then I'll decide which of you rookies I want to train. Sweet! Thank you, I'm gonna go sign up right now. The games, huh? Sounds fun. Klingt nach Spaß. Captain Eager there just took the last spot. Oh. I don't understand. Phil, I thought you were my trainer. You want to be a true hero, Herc? Then you're gonna have to go out there and show me that everything I taught you so far is gonna pay off. Phil. Oh, and no more training sessions for a while. Wouldn't be fair if I helped you and not him. Hey, cheer up. So you gotta fight a couple of matches. No big deal. I'm Ventus. You want me to help you train? You'd really do that for me? Der sieht aber trotzdem nicht begeistert aus, obwohl wir ihm helfen wollten. I'm Hercules. Herc for short. Just call me Ven. You're gonna do fine. Thanks. I'm gonna head over to the Colosseum and warm up. Meet me in the vestibule, okay? Oh, guck ich kurz was. Da ist nichts. So rennst du da so weit hin? Man hat doch gesehen, ob da was ist. Du weißt, was ich suche. Aber ist wahrscheinlich erst, wenn wir einmal raus waren. Ach, du meinst diese Eisviecher? Genau. Ach so. Ja, dann denke ich auch, geh wieder rein. Oh,
Weil ich komme auch so dran, ne? Da ist aber eine Kiste. Da hinten, zwischen den Beinen ist noch eine auch. Genau. Ne, die meinte ich nicht, aber... Ja, ich hatte hier eigentlich nur im Kopf, dass sie auf einer anderen Seite ist. Okay, hinter den Beinen. Ich glaube, das war's hier jetzt auch, ne? Ja, ich glaube schon. Wolltest du nicht noch einmal kurz zurück und gucken? Weil hier kann man auch sehr gut leveln, finde ich. Abgesehen das Vieh. Ich hasse diese Viecher. Ja, und das andere da drüber kann ich vergiften. Klar, was kann es? Dich vergiften. Ja, ich dachte, ich ist getötet. Ach, komm schon. Du behältst jetzt Zeit im Kopf? Also im Blick? Ja, wie lange machen wir immer? 30 Minuten ungefähr? So in etwa. Quasi sobald eine Welt durch ist. Ach ja, stimmt. Wir haben das ja sehr gut hingekriegt. Die Welt hier ist ja sowieso relativ kurz, also kannst du dir ruhig so einen Kampf erlauben. Aber wie gesagt, die Viecher hasse ich, weil die kann man ja nicht richtig angreifen, nur mit Zauber. Aber naja, sagen wir mal ehrlich... Die kann man auch so angreifen. Ja, von hinten. Aber von vorne nicht gut. Die werden dich ab. Ich dachte, du wolltest die Eissiecher. Egal, das kommt dann irgendwann mal. Na gut. Wir werden ja auch hier mit Ventus sowieso nicht alles machen. Mit Aqua werden wir auch die Secret-Gegner machen und später. Aber sonst... Ja, los, laber mit ihm. Ich hasse das Training bei Herrgott, erst immer. Wobei, hier geht's, glaube ich, noch, finde ich. Ich finde es in K2 schlimmer. Oder ein, nee, 1 und 2. Nimmt sich nichts. Hier geht das noch, weil man noch mit dem Zauber relativ gut was reißen kann. Gerade mit Blitzka auch. Die Großen da weg. Ja, nur 20 hier schon so 30. Ich glaube, Mega Flare wäre hier scheiße, oder? Ja. Ja. Hat dir gar nichts gemacht und er hat aufgeholt. Dem warst du noch besser, jetzt bist du scheiße dran. Na, ganz knapp. Wirklich ganz knapp. Ja, ja. Es kommen noch mindestens 2 Runden, glaube ich. Ja, da kam ja noch was. Gib mir, genau. Ja, toll. Das ist tolles Training, in dem ihr irgendwelche blöden Vasen kaputt macht. Was habt ihr davon? Heilen? Wofür heilen? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mal warum. Achso, weil LP, glaube ich, gestiegen ist. Also nicht wieder Mega Flair machen. Nein. Blitzka war doch eben ganz gut. Oder auch nicht. Irgendwie hat das diesmal nichts gebracht. Kann schon mal wechseln, weil Vigra brauchst du nicht, Mega Flair auch nicht. Bam. Okay, irgendwie bringt Blitzka doch nichts. Aber es bringt, dass du da reinkommst und dann gehen die schneller kaputt, oder? Ja. Auch nicht, wirklich. Das ist ein großes. Ja, wobei der Donnerschlag ist aber noch ziemlich effektiv. Und Blitzsturz bringt halt auch noch was. Na komm, du gewinnst doch sowieso. Du hast ja schon über 100 und er ist erst bei der Hälfte ungefähr. Also kein Drama. Ich will mir auch alles andere Sorgen bereiten, wenn ich mir hier Sorgen machen müsste. Ja, nur dass er die eben alle geklaut hat. Ja. Blitzsturz. Er hat doch wieder schnell aufgeholt, ne? Mhm. Das ist schon manchmal interessant, ich weiß auch nicht. Also erst ist er noch so weit unten und dann auf einmal holt er doch wieder rasant auf. Au! Ja, finde ich lustig. Er hat das Ding aber vorhin auch ein paar Mal gegen den Kopf gekriegt, oder? Egal, er verliert trotzdem. Warum habe ich mich jetzt geheilt? Das habe ich mich auch gefragt. Meiner Meinung nach ist das wohl der Cheater, er kann sonst nicht gewinnen. Kann langsam muss ich mir schon anfangen, Sorgen zu machen. Ey, verliert trotzdem.
Und Deckgröße gestiegen. Oh, Gott sei Dank. Ah, ich glaube, hier steckt sowieso immer was, nachdem man das geschafft hat, oder? Ich glaube, das war jetzt schon. Oh, Entschuldigung, das war. Ja, war jetzt schon das letzte Mal. Kam mir gar nicht so lang vor, als ich das letzte Mal gespielt habe. Mein Vater ist Zeus, der King of the Gods, up on Olympus. Whoa! Herc, you're a god? No, no, I'm mortal. When I was a baby, somebody stole me from my parents. Ja, auch nicht ganz. Er ist doch ein Teil Gott, oder nicht? Ein Halbblut. Eigentlich. Weil hier in der Geschichte, bei den Disney-Filmen, ist er auch der Sohn von Hera. Ja, ja. Aber eigentlich ist er ja ein Bastard. Eigentlich hätte da stehen müssen, meine. Mhm. Weil so klingt das, ich bin arm, keiner mag mich und ich möchte Freunde haben. Oder nicht? Na. Because they already got a heavy-hitting contender cleaning up over there in the East Bracket. And if you want to beat them, you're gonna have to hustle in there. Now move those sandals. Wir wissen ja, wer es ist. Wir fangen wir aber nicht. Run! Come on! Okay! Man kann es ja schon irgendwie leicht denken. Ah, es ist Aqua. Diese Standbilder. Hätte man jetzt genauso gut einen schwarzen Text, Bild haben, also so ein schwarzes Bild haben können, da stehen können, einige Stunden später. No, I need you most of all, Phil. How else am I gonna become a hero? About time you got it. Whoever wins, no hard feelings. Of course not. Holding a grudge wouldn't be very heroic. Hey, just making sure. You're not a hero yet. True. So, auch wieder wahr. Tja, hohe Gewalt ist eben nicht alles, ne? This is really close. Oder nicht? Na, guck mal, du kämpfst nur mit Gewalt und ich mit Taktik. So in etwa, ne? Ja, weil männlich und weiblich. Naja, ich weiß. Ja, aber man hat schon wirklich gemerkt, dass Herkules nur draufschlägt, oder? Mhm. Komisch, ich dachte, den Namen von dem anderen erfährt man noch. Muss aber noch kommen eigentlich, oder? Rausgehen erst oder erspeichern? Boah, ja, das schaffen wir, ne? Ich denke... Nee, das ich spiele ja nicht, du spielst ja, aber ich denke, du schaffst das. Renn vorbei. Dann kommen noch neue, wenn du die platt machst. Das wäre Megafair geopfert. Und hierfür ist Megafair auch doof. Das stimmt, da ist Blitzger schon besser und Blitzsturz. Mhm. Was du ja zum Glück drinne hast. Und natürlich hier Multifokus ist auch nicht unbedingt schlecht. Kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, welchen du drinne hast. Ich auch nicht. Hast du den nicht beim Training mal benutzt? Nö. So als Held, zukünftiger Held, meine ich. Besiege mit Herkules zusammen eine große Anzahl an Unvisierten. Schon wieder mit Hilfe. Sag mal, wieso schluckst du eigentlich immer so schwer? Das weiß ich auch nicht zur Zeit. Hast du Halsschmerzen? Ah, Mist. Wie man sieht mit Herkules, und wenn du das jetzt dich nicht mehr verdrückt hättest, geht das eigentlich recht flott. Na, kriegen wir vielleicht auch ein Level ab? Naja, wobei das jetzt irgendwie gar nichts gebracht hat. Da muss man auch echt aufpassen, also wenn die Viecher einen so ein paar Mal erwischen, dann ist man echt schon ja, so gut wie erledigt. Da, so geht's eigentlich richtig.
Da haben wir schon. Da waren zwar noch ein paar, ne? Aber ich freue mich schon, wenn wir dann Kingdom Hearts 2 machen. Besiege 1000 Herzlose. Ich weiß. Besiege sie alle. Ach. Sorry, that I made you lose that match, Herc. Come on, you don't have to apologize. Außerdem hat er das gar nicht wegen ihm. Es war seine eigene Entscheidung. What? You didn't save any for me? Hey, you're here. Hey, I've set my sights on being a hero too. I just don't run as fast, that's all. So you both threw the match? Who won then? I left first, so it's not me. Yeah, but I was only seconds behind you. Still. Hey, I never said I'd coach the winner. All I said was I'd see the match, then decide. Look, being a hero takes more than just muscle. You gotta have heart, care about people. And sure, you both get high marks for that. But this time, only one of you cared fast enough, and that makes all the difference. Then that means... Oh, man! I was this close! Well, that's life. Ja, so ist das Leben. I never really introduced myself. The name's Zack. Congratulations, Herc. Thanks, Zack. Yeah, well, we'll see if you're still thanking him when I'm through with you. You got a long road ahead of you, champ. Ja, aber wer hätte denn jetzt was anderes erwartet? Spätestens jetzt hätte man es gewusst wegen Zack. Ja, aber nur wenn man Final Fantasy kennt, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, er hat dann schon geglaubt, dass Phil nicht herkommt. Jeder, der die Geschichte kennt, der weiß, dass das sich nicht ändert. Ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, man hat in den Spielen Phil so ein bisschen fetter gemacht als im Cartoon. So. Ja. Vom Bauch auf jeden Fall. Der Bauch wackelt mir auch zu wenig. Ich hoffe, dass er in KL3 mehr wackelt. Das ist eigentlich eine Frage, wie er sich überhaupt noch bewegen kann bei dem Bauch und bei seinen kleinen O-Beinen. Journey's not over yet. But you'll visit, right? I'll stop by once you're a true hero. Stop by once me and him are both heroes. Oh, so you mean never come back? Hey, watch it. Na, so lustig fand ich das jetzt nicht. Aber gut, bitte. Heldenemblem. Heißt das nicht Heldenemblem? Emblem. Emblem. Wird Emblem. Das nicht so gesprochen? Nein. Wo ist das Problem? Ja. Nein. Ach, guck mal, wo ist jetzt das alte Ausrüstung? Ist der schlechter. Ja, wenn es eine Magie schlechter ist, dann ist es schlechter. Für mich allgemein. Ja, wenn man Magie benutzt, ja. Oh, wir haben den Zykluskristall. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Weil wir jetzt was Tolles bekommen. Erfahrungsläufer! Juhu! Und für jeden Schritt kriegt man einen Erfahrungspunkt. Richtig. Wo haben wir es jetzt? Da. Muss natürlich noch auf Maximum gelevelt werden. Ja, aber mein Gott, das ist ja egal. Bisschen Eis kann auch nicht. Gefrierpunkt haben wir zurzeit drin. Ich mache auch Feuersalz, glaube ich, rein, oder? Ja, doch. Immer dieses ganze Neu. Gut. Mich nervt das schon. Das hat mich sehr K2 genervt, wenn man es eingefügt hat. Alle für sich finde ich es nicht schlecht, wenn man mal zu schnell drückt und damit man gucken kann, ne? Aber man sollte auch die Wahl haben, alles als gelesen markieren vielleicht. So wie bei Facebook. Ich hoffe echt, dass das auch. Ja, aber das wäre vielleicht sinnvoll, sodass man sich selbst entscheiden kann, ich habe jetzt aufgepasst, ich muss nicht. Oder, oh, was habe ich jetzt bekommen oder so. Ja, das steht auf Cryscore. Ja, aber da muss man natürlich sagen, das bezieht sich auf das Design. Er selbst tauchte ja trotzdem schon in Final Fantasy 7 auf, ne? So, auch wegmachen. Ups. Kannst du mal aufhören, hier mit dem Fuß zu wackeln? Nein, ich friere irgendwie und zittere deswegen vor Kälte. Echt? Ja. Kann ich gerade schlecht unterbinden, tut mir leid. Soll ich dich wärmen?
Nein. Ich darf dich nicht wehren. So, der war auch richtig. Nee, echt. Da fehlen jetzt noch ein paar, aber egal. Das kommt mit der Zeit. Ja, dann, auch wenn der Part recht kurz war, naja, beziehungsweise war passend. Dadurch, dass wir jetzt noch im Menü durchgefummelt haben, sind wir auf die 20 Minuten gekommen. Genau, und im nächsten geht's dann in den tiefen Weltraum, oder? Ja, ich freue mich schon. Wegen Stitch. Ja. Oh, jetzt sei auch. Auch wenn ich eine ganze Welt, also eine richtige Welt, besser gefunden hätte als so ein Raumschiff-Ding. Ja, das stimmt schon. Die anderen sind alles richtige Welten, außer der Olymp. Das ist immer nur der Olymp. Aber das ist ja nicht wirklich... in KH3, da ist der Olymp wirklich ja, der aber Olymp. Ich rede von KH und 2 und was bei Seed, ja. Da ist das leider so. Aber hier ist es ja echt nur ein Raumschiff. Das ist schon gut. Schade. Ja, nachdem wir damit fertig sind, geht's hier hin. Ja. Ihr könnt in der Zeit raten, was das ist, falls wir das noch nicht gesagt haben. Also dann, bye bye!